Oh, vielen Dank, Äppelblumen. Das hoffe ich auch. Du hoffst es nur? Ich weiß es doch. Denn schließlich bist du 10-fache Rodeo-Meisterin. Und du hast mehr blaue Bänder gewonnen als irgendein anderes Pony aus Ponyville. Ich kann's kaum erwarten, dass meine große Schwester alle blauen Bänder Equestrias gewinnt und dann die frisch gekürte Equestria Rodeo Wettkampfmeisterin ist. My little pony, my little pony. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Seine allerbesten Freunde seid ihr. Oh. Oh, sei vorsichtig. Oder willst du noch mehr Schaden anrichten, als du schon hast? Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Ja, wie konnte das nur passieren? Wunderschön, Rainbow Dad. Achtung! Alles okay, Rainbow Dash? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Nein, lieber nicht! Im Namen Celestias, bleib einfach da sitzen und tu gar nichts. Aufmerksamkeit. Bitte alle mal zuhören. Heute sind wir alle gekommen, um Applejack ausgesprochen viel Glück beim diesjährigen Equestria Rodeo Wettkampf in Canterlot zu wünschen. Und schon im Voraus möchte ich mich bei dir bedanken. Applejack hat versprochen, ihr Preisgeld zu spenden, damit das Rathausdach repariert werden kann. Ja, Applejack! Ich bin keine gute Rednerin. Okay, dann keine Rede. Aber solch eine nette Verabschiedung würde sich jedes Pony wünschen. Seit ich ein kleines Pony war, habt ihr mich bei jedem Rodeo angefeuert. Also wollte ich mich bei euch bedanken und meine Siegerprämie dem Rathaus zur Verfügung stellen. Ponyville wird stolz auf mich sein, das verspreche ich. Applejack, geh und zeig diesen arroganten Rodeo-Ponys, was ein echtes Rodeo-Pony drauf hat. Das werde ich, Granny Smith. Und denk immer schön an das Preisgeld. Klar, Frau Bürgermeisterin. Und viel Spaß und nicht nervös werden. Und wenn doch, dann nutze die Nervosität dazu, noch besser zu sein, als du eh schon bist. Iss Erdnüsse, Popcorn und eine Menge Bonbons. Zucker macht einen super nervös. Gib einfach dein Bestes, Applejack. Ich gebe mehr als nur mein Bestes. Der Zug nach Canterlot fährt in Kürze ab. Alle Fahrgäste bitte einsteigen. Ich denk mal, der meint mich. Bis in einer Woche. Mit vielen neuen blauen Bändern. Und einer riesigen Menge Geld. Na klar doch. Bis in einer Woche dann. Mit einem Sack voller neuer blauer Bänder. Davon kriegt man noch mehr Energie. Oh, ich hoffe, unsere Überraschungsparty wird für Applejack eine Überraschung. Naja, so sollte es doch auch sein. Ich weiß, aber ich hoffe, sie ist nicht so überrascht, dass sie sich erschreckt. Sich überraschen zu lassen ist schön, aber wenn man sich erschreckt, ist das ganz schrecklich. Oh, Pinkie Pie, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, ich habe nur gerade meine Überraschung für Applejacks Überraschungsparty geprobt, weil sie jetzt die Crestrias Rodeo-Meisterin ist. Ruhe, Pinkie. Ich glaube, Applejack kommt da hinten. Keine Sorge, Twilight. Ich mache nur Lippenlockerungsübungen. Überraschung! Überraschung! Mist! Wow, das ist die beste Überraschung aller Zeiten. Wusstet ihr, dass mein Geburtstag ist?
Applejack! Meine lieben Ponys, kommen nicht nach Ponyville zurück. Keine Sorge, werde bald Geld schicken. Das ist alles, was da steht. Applejack kommt nicht zurück. Was soll das heißen, Applejack kommt nicht zurück? Sie liebt Ponyville. Und sie liebt Sweet Apple Acres. Und sie liebt ihre Familie. Irgendetwas furchtbar Schreckliches muss passiert sein, wenn Applejack nicht zurückkommen will. Vielleicht ist sie traurig oder verletzt oder hat Angst. Also worauf warten wir denn noch? Na los, wir holen sie. Keine Sorge. Und wenn wir ganz Equestria absuchen müssen, wir bringen sie nach Hause. Ihr seid die Besten. Dankeschön, Mädels. Unser Apfelstammbaum hat wohl ein Äpfelchen verloren. Ich hoffe, diese Spur erweist sich nicht als Sackgasse. Nicht, dass wir mit leeren Hufen nach Hause kommen. Wir haben was versprochen. Wie können wir das nur Applejacks Familie erklären? Und wie erklären wir das bitte ganz Ponyville? Ich will aushalten, nicht mal bis zur nächsten Flieterspiele. Wir sind schon da, Mädels. Angeblich ist Applejack hierher gefahren, als das Rodeo zu Ende war. Ziehen wir los und finden unsere Freundin. Besetzt! Diese Ponys. Oh. Applejack! Gefunden, 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 gefunden! Oh, Applejack, was für ein Glück! Gut, dass dir nichts passiert ist. Ich hab sie gefunden, ich hab sie gefunden! Komm gleich wieder. Hey, Pony-Freundinnen. Was geht ab? Wieso kommst du nicht nach Ponyville zurück? Ja, warum bist du hier? Ist alles okay? Hast du was zu essen? Was ist denn passiert, Applejack? Applejack, sind das deine Freundinnen aus Ponyville? Ja, Ma'am. Wer bist du denn? Nun, ich bin Cherry Jubilee, Chefin der Cherry O'Ranch. Hat Applejack euch nichts erzählt? Ich habe sie beim Equestria Rodeo-Wettkampf getroffen. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich ein Pony so viele Bänder gewinnen sehen. Ach Quatsch, Miss Jubilee. Das musst du doch jetzt nicht erwähnen. Applejack ist so bescheiden. Wie auch immer, ich kann ein Pony mit schnellen Hufen und starkem Rücken gebrauchen. Und als ich hörte, dass Applejack ein wenig Abwechslung sucht, da habe ich sie mir so schnell ich konnte geschnappt und hierher gebracht. Naja, verbring ein bisschen Zeit mit deinen Freundinnen. Wir sehen uns dann auf der Ranch. Du suchst Abwechslung? Was hat denn das zu bedeuten? Ist keine große Sache. Ich dachte, Kirschen wären mal was anderes als Äpfel. Deshalb bin ich mit hierher gekommen. Ende. Das war's schon. Das war's? Das ist eine schreckliche Geschichte. Tut mir leid, mehr gibt's nicht zu erzählen. Danke, dass ihr hier wart, aber jetzt fahrt auch wieder nach Hause. Richtet meiner Familie aus, dass es mir gut geht. Entschuldige, Applejack, aber wir haben nicht überall in Equestria nach dir gesucht, um jetzt ohne dich nach Hause zu fahren. Habe ich euch etwa darum gebeten, nach mir zu suchen? Es gibt nichts zu erzählen und ich gehe nicht zurück nach Ponyville. Es ist mir egal, was sie sagt. Applejack verschweigt uns doch was. Twilight hat recht. Sie tut, als hätte sie nicht die Bohne. Was? Sie hatte Bohnen? Und dabei hatte ich doch solchen Hunger. Bist du bereit, dich ins Zeug zu legen, Applejack? Sicher, Miss Jubilee. Hervorragend. Kommt rein, Mädels. Was in aller Welt wollt ihr hier? Wir sind Kirschensortierer. Können wir jetzt anfangen? Na schön. Die roten Kirschen kommen in diesen Eimer und die gelben Kirschen kommen in diesen. Ist so einfach wie Kirschkuchen. Es gibt nur eine Kleinigkeit, an die ihr denken müsst. Habt Spaß! Was habt ihr eigentlich vor? Tja, du hast doch gesagt, es sei reizvoll, auf einer Kirschranch zu arbeiten. Aha. Gut.
aber während der Arbeit kein Wort über Pony will. Na schön, dann hör endlich auf zu quatschen und fang an. Jack, wie war's in Canterlot? Kein Wort über Ponyville, nur über Canterlot. Eine ganz andere Stadt. Canterlot war okay. War das Rodeo auch gut? Ja. Hast du nette Ponys kennengelernt? Schon. Wirklich? War da auch White Bull Hickok? Oh, und auch Calamity Main? Ja, alle beide. Oh. Und wie hast du denn Miss Jubilee kennengelernt? Naja, Miss Jubilee hatte einen Kirschstand beim Rodeo. Echt lecker. Entschuldigt. Kirschwürstchen, Kirschkäsekuchen, Kirschtörtchen. Wir haben uns über Obstplantagen und so weiter unterhalten. Ach so, kennst du auch Sweet Apple Acres? Ja. Hast du ihr erzählt, warum du nicht zurück willst? Nein, weil sie das nämlich nichts angeht. Geht das auch ein bisschen langsamer? Ist es, weil ich es damals hab auf dich regnen lassen, ha? Nein. Warst du beleidigt, weil ich dir ein Buch über Obstplantagen gegeben habe? Nein! Habe ich vielleicht was Fieses über deine Frisur gesagt und hab dir wehgetan? Nein, nein, nein! Ich sag's euch nicht, also! Stopp! Tja, Mädels, dieses Spiel scheinen wir offensichtlich zu verlieren. Vielleicht spielen wir ja auch zu fair. Ja, schwierige Situationen verlangen entsprechende Maßnahmen. Es wird Zeit, die Härtenwaffen zu zücken. Kann ich helfen? Nur wenn du versprichst, keine Fragen zu stellen. Ja, versprochen. Sag mal, kennst du Kirschanga? Oh, entschuldige, keine Fragen stellen. Die Art Fragen darfst du ruhig stellen. Nein, ich kenne keinen Kirschanga. Na, kein Wunder, das habe ich nämlich selbst erfunden. Das sind nämlich Kirschen in einer tiefgefrorenen Tortilla. Kirschanga, toller Name, hä? Oh, oder was hältst du von Jimmy Kirsche? Oh, auch gut. Welchen findest du besser, Kirschanga oder Jimmy Kirsche? Oder eine Kombination, Jimmy Kirsche-Shanga? Oh, was klingt am lustigsten? Ich mag lustige Wörter. Eins meiner liebsten Wörter ist Kumquat. Hab ich nicht erfunden. Ich würde gerne auf einer Kumquat-Ranch arbeiten, dann kann ich den ganzen Tag Kumquat sagen. Kumquat, Kumquat, Kumquat! Und Gurkenfass? Ist das nicht ein total lustiges Wort? Gurkenfass, Gurkenfass, Gurkenfass! Sprich mir nach! Gurkenfass, Kumquat, Gurkenfass, Kumquat, Gurkenfass, Kumquat, Chimikische Schande! Nein! Kumquat, hör auf, bitte hör auf! Sie wird nur damit aufhören, wenn du dich wieder die Bohne für uns interessierst. Niemals! Sprechen wir von Bohnen? Es reimen sich nämlich unheimlich viele Wörter auf Bohnen. Lohnen, Thronen, Wohnen und Klonen. Schon gut, schon gut. Ich werde euch erzählen, was los ist. Pinky, hör bitte auf damit! Aber ich erzähle es euch morgen beim Frühstück. Ich bin fix und fertig. Wieso morgen, hä? Huh? Ich weiß nicht genau. Großes Pinky-Ehrenwort? Ich erzähle euch morgen die ganze Wahrheit beim Frühstück. Pinky-Ehrenwort. Gut, dass wir endlich ein paar Antworten von Applejack bekommen. Ja, wir werden sehen. Keine Sorge, Rainbow. Sie hat uns schließlich ihr Pinky-Ehrenwort gegeben. Guten Morgen, Applejack. Lust auf Frühstück? Kein Pony bricht ein Pinky-Ehrenwort! Applejack! Du Pinky-Ehrenwortbrecherin! Oh. Applejack, komm sofort zurück! Freunde, ich muss hier weg. Sie will echt abhauen. Aber das wird sie nicht. Seht doch, Mädels. Halt die Postkutsche!
zu holen! Kapiert ihr es nicht? Die Farben der Bänder sind alle unterschiedlich. Es sind alle Farben, außer Blau. Ich habe den vierten, den dritten, ja sogar den zweiten Platz gemacht. Aber den ersten Preis habe ich nicht gewonnen. Und dadurch natürlich auch kein Preisgeld. Aber im Telegramm hast du geschrieben, du willst uns Geld schicken. Deshalb bin ich hergekommen. Denn ich wollte hier Geld verdienen. Ich wollte nicht mit leeren Hufen zurückkehren, nachdem ihr mir in Ponyville so einen tollen Abschied bereitet habt. Ich wollte keine Versagerin sein. Applejack, das bist du doch nicht. Wir sind deine Freundinnen. Und wir freuen uns auch über den 50. Platz. Für uns bist du immer die Nummer 1. Also, seid ihr nicht böse auf mich oder enttäuscht? Und die Bürgermeisterin? Ich wage es nicht, ihr zu sagen, dass ich das Geld für das kaputte Dach nicht gewinnen konnte. Applejack, wir finden auch einen anderen Weg, das Loch im Dach zu reparieren. Aber wenn du weggehst, bleibt für immer ein riesiges Loch in all unseren Herzen. Kann nicht sein! Jetzt fange ich doch wirklich beinahe noch an zu heulen. Liebe Prinzessin Celestia, als Gewinner hat man allen Grund, stolz zu sein. Als Verlierer ist es schwieriger. Aber man muss sich nicht verstecken und vor Problemen davonlaufen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Es ist besser, mit Freunden und seiner Familie darüber zu sprechen. Sag, was denkst du, Rarity? Jimmy Kirsche oder Kirschanga? Jimmy Kirsche oder Kirschanga? Jimmy Kirsche, Kirschanga! Jimmy Kirsche, Kirschanga! Jimmy Kirsche, Kirschanga! Jimmy Kirsche, Kirschanga! Wenn wir zu Hause sind, gibt's saures Rainbow Dash! Jimmy Kirsche, Kirschanga! Jimmy Kirsche, Kirschanga! Jimmy Kirsche, Kirschanga!